Grüß euch, zurück bei Wolfenstadt, die Old Blood. Ich muss ehrlich gestehen, es ist jetzt eine Zeitl her, dass ich gezockt habe, nämlich fast eine ganze Woche. Trotzdem stürze ich mich da gleich wieder frisch rein ins Abenteuer. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wir sind, glaube ich, noch immer am Ausbrechen aus dem Gefängnis und wir müssen unseren Freund in Wesley finden. Und ich glaube, soweit ich mich dunkel erinnern kann, da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und da geht's weiter. Ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ihr das Projekt mit einem fetten Like unterstützt und natürlich in die Kommentare reinschreibt, was ihr so von dem ganzen Projekt und von dem Ganzen haltet. Da freue ich mich sehr. Und jetzt geht's weiter. So, ah ja, genau, ich erinnere mich, hier muss man ja sliden und wir haben wieder unser Rohr. Okay, ah, da ist der Wesley, unser Freund. Aber ich schaue mich jetzt da mal vorher ein bisschen um. Okay, der Sturmbandführer Rudi Jäger, genau, das ist ja unser Anaboliker Rudi. Und bevor ich da aber jetzt den Wesley befreie, sehe ich nämlich gerade, mir fehlt noch ein bisschen Rüstung. Oh, da liegt viel Munition. Gesundheit bin ich eigentlich voll. Rüstung auch nicht. Also Rüstung nicht. Ist jetzt die Frage. Da geht's auch rauf. Schauen wir, da bin ich gekommen. Ja, da bin ich gekommen. Ja, wart, Wesley, ich komm gleich. Oh, da gibt's fett Zeugs rumliegen. Da gibt's Waffe. Okay, da alles mögliche an Waffen, Handgranaten. Okay. Ja, ein bisschen Rüstung nehmen wir mit und schauen wir mal, was da passiert. Nachdem der da so sitzt und da ein blauer Punkt unten ist, glaube ich, dass da jetzt irgendwas Größeres passieren wird. Das ist aber nur so eine Vermutung, da kann jetzt original auch gar nichts passieren. Rausfinden werden wir es natürlich erst, wenn wir jetzt auch den Knopf drücken. Hey. Come on, Wesley. Wake up. Gotta wake up. Come on, Wesley. Blazkowicz. Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. He's here. You all right there? Ah, I was a bit worried we had lost you. Greta, bleib! Greta was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Aha, little Nazi fuck. You are a funny man, clone of the class when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Ruhr Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right, water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. One,
man. Last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me. Killed your fucking dog, Rudy. Achtung an alle Wachen! Oh. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Oh, da kommen wir jetzt. Aber da waren Waffen. Ich will das Schwein tot sehen. Los! Ja, da sind Waffen. Also, jetzt haben wir mal leibende Zusammenstoß mit unserem Anabolika-Rudi gehabt. Der Bleskowitz, ich kämpfe mit dem Waffenrad. Der Bleskowitz hat der Arell durch den Fuß gekriegt und kann jetzt eigentlich schon wieder so mal rumrennen. Finde ich genial, dass er das kann. Die sind jetzt alle oben. Die werden wir da jetzt einmal ein bisschen mit Zeugs versorgen. Kommen die da jetzt von oben nach? Oder wie funktioniert denn das jetzt? Wo setzen jetzt, Freunde? Okay. Da werden wir die erledigen. So. Die ist nämlich gar nicht einmal so schlechter, der Bombenschuss. Den darf man gar nicht unterschätzen. Der hat nämlich mächtig Feuerpower. Da noch alles einsammeln. Jawohl. Wieder einer weg. Ach du, mein Freund. Na komm schon. Zack. Da ist auch noch einer. Ganzen bösen Buben werden wir jetzt da umhocken. Jawohl. Da kommen uns natürlich wieder von allen Seiten. Das kennen wir ja schon vom Wolfenstar. Aha, der braucht zwei Schuss. Du, mein Freund, kommst auch noch dran. Einer nach dem anderen. Schön der Reihe nach. So, jetzt ist der Bombenschuss einmal leer. Mal schauen, dass ich jetzt wieder Munition kriege. Da haben wir ein bisschen die Unterlaufen quasi. Oh, jetzt wird es aber eng. Jetzt sollte da mal in Deckung gehen. Da ist ein bisschen Deckung. Munition holen. So. Irgendwann die Alarme auch einmal zu Ende sein. Ah, die Raketenkampfpistole habe ich auch wieder. Komm her da, mein Freund. Habe ich schon so eine dicke Kanone auch? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Raketenpistole. Ein Schuss habe ich. Ich sehe dich! Da kann ich alle zwei mit einem Schuss erledigen. Na, kann ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich den doch... Oh, jetzt wird es ein bisschen eng. Ich werde jetzt versuchen, eine Granate dahin zu treffen zu dem. Vielleicht schwächt ihm die ein bisschen. Keine Munition mehr! Lade nach! Jawohl, da fallen sie. Und jetzt werden wir da schauen, dass wir da schön Munition alles einsammeln. So, Freunde, wo seid ihr jetzt? Kommen noch welche oder war's das? Oh, oh, oh. Shit. Jetzt habe ich schon ganz wenig Gesundheit nur mehr. Wo war denn der jetzt? Ah, drüben steht er. Gut. Ah, jetzt ist der Alarm aus. Wow, das war heftig. Gleich einmal zum Einsteigen, wieder nach einer Woche spielen, ist das natürlich leiwand. Ich denke aber, dass ich jetzt gleich einmal voll drinnen bin. Und jetzt geht natürlich wie immer die Sammlerei los, gehört einfach auch dazu. Diese Raketen, die sind Gold wert von dieser Kampfpistole. Gesundheit brauchen wir. So, dann schauen wir, ob da vielleicht auch ein bisschen Gold ist. Ja, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen auf die Story konzentrieren. Da war was. Ah, das kennen wir schon. Also, der Anabolika-Rudi hat uns da eigentlich ein fettes Rohr ins Knie gejagt. Oder in den Oberschenkel. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen.
Und ich finde es erstaunlich, dass der BJ jetzt einfach nur so um ein Dumm rennen kann. Also ich finde das echt beeindruckend. Jeder andere ist halbwegs am Verrecken, wenn er so ein Eisenröhrl im Fuß stecken hat. Aber nicht unser Freund BJ. Da sieht man, was das für ein harter Kerl ist. Ah, der ist schon ganz was Besonderes, unser Bleskovic. Der kann schon. Gut, da oben eine Runde gelaufen. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen tiefer. Schauen wir mal, was hier noch alles so rumliegt. Und da war doch was. Munition. Gesundheit wäre nicht schlecht, wenn ich da noch ein bisschen hätte. Aber da, glaube ich, liegt nichts. Und da unten auch nichts mehr. Okay. Nö, das würde ich sagen, das war's. Entwischt ist er uns, der Anabolika Rudi, obwohl wir ihn auch eigentlich ganz schön mit dem Real gebixt haben. Aber auch das ist ein harter Hund. Und jetzt wäre es mal interessant, wo es jetzt eigentlich weitergehen wird, weil ich glaube, er ist doch hier raus. Jetzt ist die Frage, wo muss denn ich raus? Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwo eine Luke, die ich jetzt übersehen habe. Momentan bin ich ein bisschen planlos, wie ich da rauskomme. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Na kommt, meine Freunde. Helft's mir. Zeigt's mir einen Weg. Da vielleicht irgendwo was zum Drücken. Noch ein Knopf oder ein Hebel. Okay, das interessiert uns jetzt einmal weiter soweit nicht. Jo. Bin wahrscheinlich eh schon wieder 100 Mal dran vorbeigerannt. Gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwo rausgehen, Freunde. Wir sind reingekommen von da unten. Ja, da geht's definitiv nicht raus. Da sind wir reingekommen. Gut. Da vorne ist eine Türe. Ja, ich brauche nur hingehen zur Türe. Oh, da steht nochmal Zeugs rum. Sehr gut. So, da haben wir jetzt den Rest von der Ausrüstung. Und jetzt sind wir wieder schön geheilt. Na, geheilt noch nicht ganz, aber da habe ich gesehen. Kann man da? Na, das ist nur Zierde. Rüstung haben wir. Da haben wir einen Helm rumliegen. Da haben wir Medizin. So, jetzt wird die ganze Sache schon wieder besser. Da sind wir maxed out. Waffen haben wir auch wieder alle. Sehr gut. Da geht's nicht raus. Somit muss es hier irgendwo weitergehen. Und so wie ich es gesagt habe, da ist schon wieder eine Luke. Und diese Luke da. Und das Rohr. Das haben wir Gott sei Dank auch wieder, weil ohne den Rohr geht nichts. You found a secret area. Na gut, schauen wir mal, was gibt's da Schönes? Was haben wir hier für Secrets versteckt? Jawohl, Gold gibt's da. Und sonst noch was? Nein, aber es gibt natürlich eine Luke. Und durch diese Luke werden wir jetzt gleich einmal großzügig entkommen, denken. Ah, da bin ich jetzt wieder da. Ich meine, ist ja schön und gut, aber ich will, eigentlich will ich irgendwie raus. Jetzt bin ich wieder da. Das ist jetzt wie beim Mensch, ärgere dich nicht. Zurück zum Start. Habe ich da irgendwo was übersehen? Ist vielleicht hier irgendein Knopf oder irgendwas zu drücken? Ah, hier geht's auch nicht raus. Warte, was war hier? Zum Plan vielleicht? Auch nicht. Ah, Plan könnte ich ja mal schauen, ne? Das wäre doch ein hilfreicher Tipp. Aber irgendwie... Okay, da geht's rauf und runter und die Stiegen und alles. Ah, da gibt's links und rechts. Da muss ich mal schauen. Schauen wir mal auf beide Seiten. Ah, da oben. Ich war einfach nur auf der falschen Seite. Da habe ich jetzt den blauen Punkt gesehen. Jetzt muss ich nur noch hinkommen. Hier ist der Knopf. War ja vorherzusehen. Aber ich befürchte, dass da gleich wieder eine Horde Gegner kommen wird. Aber ich bin ja jetzt bestens vorbereitet. Und so drücke ich jetzt natürlich auch diesen Knopf. Wo ist er jetzt?
Oh, ganz unspektakulär. Da geht die Türe auf. Okay, schauen wir weiter. Ich muss eigentlich noch immer jetzt entkommen. In Wesley können wir nicht mehr finden. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. Okay, weil der Wesley, den hat die Greta gefressen. Und wir sind eigentlich fast nackt. Ja, die Greta haben wir erwischt als Revanche dafür, dass uns der Rudi den Oberschenkel perforiert hat. Aber er wird natürlich sauer sein, dass wir die Greta erwischt haben. Die Greta hat dafür den Wesley aufgefressen, was jetzt auch nicht gerade so leiwand ist. Den holen wir uns einmal so, da tun wir mal Munition sparen. Da gibt's eine Leiter. Wo komme ich da hin? Da unten irgendwas. Naja, aber da bin ich eh voll. Schauen wir da mal, vielleicht kann ich das später noch. Ah, da sind schon wieder kommen. Aber der ist genau da vis-à-vis. Oder? Ist das nicht der Kommandant? Wird das Fadenkreuz da rot? Nein, das ist er diesmal nicht. Oh. Da rennt was Großes rum. Fakt ist, dass ich jetzt zu dieser Seilbahn muss und über diese Seilbahn muss ich entkommen. Das Verhör vom Anaboliker Rudi war natürlich, hat nichts gebracht, er hat nichts aus uns rausgebracht. Und das wollte ich euch noch sagen, genau. Also genau bei dieser Szene da jetzt mit dem Anaboliker Rudi, bei diesem Verhör, da kommt das schon in der Originalvertonung schon leiwand rüber. Dieses fette Denglisch, was der Rudi da spricht, das ist schon geil. Das finde ich, haben sie echt geil gemacht. Ich höre nur Leute rumrennen, also was Großes, aber ich sehe da überhaupt keinen Gegner. Der Kommandant muss ca. 30 Meter in diese Richtung sein. Der bewegt sich da drüben irgendwo hin und her. Ich hoffe nicht, dass wenn ich da runtergehe, dass ich dann gleich entdeckt werde. Wenn, ist auch egal. Escape in the cable car, das heißt, wir müssen... Oh. Die muss man gleich... Oh, da oben ist auch einer. Da oben wäre die cable car. Haben mich die entdeckt? Aha, okay, der hat mich entdeckt. Okay, das heißt, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mich da wahrscheinlich auf einiges gefasst machen. Gesundheit nehmen wir natürlich mit, keine Frage. Jawohl, da bin ich ja. Du bist auch da. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin. Ah, da vorne ist ein Kommandant. Wo ist der? Oh, der ist natürlich voll fies da, der Typ. Aber ich denke, der kommt da nicht rein. Ja, der kommt da nicht rein, das ist gut. Da runter. Naja, das geht. So. Ich hätte den Kommandanten schneller erledigen müssen. Das war jetzt natürlich... Da ist die Gondel. Komme ich da schon rein? Oh, Granate. Schau mal kurz am Plan. Ich muss da irgendwo rüber.
irgendwie renne ich da rum, keine Gegner, die finden mich aber auch nicht. Da drüben sind welche. Okay. Machen wir mal auf Sturmgewehr wechseln. Wo schießt denn da wieder einer auf mich? Von unten? Oh Gott. Ich habe nur ein Problem mit die Kleinen, die machen mir da nicht so die großen Sorgen. Das ist einfach der Große, der da rumrennt. Da hinten ist er nämlich. Ja, wo bist denn du, komischer Kommandant, du? Ja, jetzt geht da richtig fett die Post ab. Der nächste Alarm. Schauen wir mal, ob wir da... So, da haben wir den Freund auch noch. Ja. Da drüben ist jetzt einer. Einmal. Und... Wo ist denn der jetzt umgefallen? Achso, der hat sich nur da hinten versteckt. Ich dachte, der wäre jetzt von alleine umgefallen, weil er gestolpert ist. Ja, ja, ja. Oh, Granaten. Das ist aber fies mit euren Granaten, Freunde. Ich kämpfe ein bisschen mit dem Affenrad, wie ihr seht. Oh, da ist die fette Rübe. Komm her da. Sieht mich der da gar nicht? Ah, der hängt da irgendwie rum. Nicht, dass der backt und ich verschieße meine ganze Munition jetzt auf den, nur weil der da rumbackt. Das möchte ich natürlich auch nicht. Aber da mal ein bisschen Position wechseln. Weil irgendwo muss ich jetzt einmal den Kommandanten finden. So, ich habe einen Plan. Ich gehe den Kommandanten suchen. Da hinten! Da hinten ist er! So, du auch erledigt, mein Freund. Jetzt ist der Kommandant wieder auf der anderen Seite. Er rennt ständig da weg von mir. Er ist einfach ein Feigling. Aber irgendwann müssen die Gegner jetzt doch mal weniger werden. Er, aber er bewegt sich nicht mehr. Hallo? Was ist mit du? Bist du kaputt? Ist das jetzt ein Bug oder gehört das so? Da vorne wäre der Kommandant. Den hätten wir erledigt. Und der backt irgendwie rum, würde ich mal sagen. Oh, jetzt habe ich ihn aus seiner... Ja, ja, jetzt jagt er mich. Jetzt jagt er mich. Zuerst rumbacken, dann befreie ich dich aus deiner Backposition. Oh, ob das gescheit war? Nein, das war nicht. Oh, was war da jetzt los? Ja, mal Deckung gehen. Deckung ist sehr wichtig in dem Spiel. Dann kann man schon viel. So, die sehen mich nicht. Ein Feuerlöscher. Bringt aber nichts. So. Oh, jetzt kommst du, mein Freund. Das hätte ich sagen, was? Ah, und jetzt können die restlichen auch noch kommen. Ich habe noch immer den Kommandanten. Ich gehe jetzt einfach den Kommandanten jagen. Ich dachte schon, den habe ich schon. Da vorne ist er. Aber jetzt, oder? Das muss... Jawohl, das war's jetzt. Wow. Gut. So funktioniert es in Wolfenstar. Horden von Gegner kommen, stürmen von allen Seiten. Ab und zu packt da mal einer rum, haben wir ja ganz gut gesehen. Das hat mich aber jetzt nicht so großartig gestört. Jetzt werden wir schauen, ob wir da Sachen einsammeln können. Mein Problem habe ich jetzt mit der Kanone. Die ist natürlich schön dick und fett, mit der bin ich langsam. Ich würde jetzt ganz gern mal da, ist doch die Seilbahn. Kann ich jetzt mit dem Ding fahren?
Da oben. Ich würde sagen, legen wir mal die Kanone da rein. Nö, das geht nicht. So. Ah. Okay, da muss ich wahrscheinlich vorher noch irgendwas aktivieren. Was finden wir hier Schönes? Da ist noch ein bisschen Gesundheit. Ich glaube, ich muss da rein. Ja, da ist auch viel Zeugs drinnen. Da muss ich ganz sicher rein. Ja, da noch alles mitnehmen. Wer weiß, was als nächstes kommt. Und dadurch, dass das jetzt eh schon eine wieder etwas längere Folge ist, werden wir da mal einen Schnitt machen. Und weiter geht's beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und pfiat euch!